So, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Die Pokémon sind wieder topfit und wir können wieder aus dem Vollen schöpfen. Und ich würde sagen, wir begeben uns hier direkt mal um die Ecke. Hier haben wir unseren ersten Trainerkampf, der jetzt nicht gegen Maike war, gewonnen. Ein bisschen durchs Gras hier. Du musst nicht kämpfen. Oh, aber er möchte kämpfen. Der junge Mann, bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Ich bin erst Trainer geworden. Nein, ich bin kein Anfänger. Tut mir leid. Mal schauen, wer hier das bessere Ende für sich behält. Teenager Hugo mit einem Pfiffchen. Gegen dieses Pokémon haben wir ja bereits Erfahrung gesammelt. Aber der gute Mann hat eins auf Level 5. Wollte ich sagen, direkt mal drauf. Kratzer. Richtig aggressiv. Ja, Mann. Und er mit Tackle macht ganz viel weniger Schaden. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Jaula, was passiert jetzt? Der Angriff steigt, aber nicht für lange, weil dein letztes Stündlein hat geschlagen. Du gehst gleich auf die Bretter. Nein, er kann noch einmal jaulen. Es wäre sehr angebracht gewesen, jetzt anzugreifen, denn der gesteigerte Angriff wird ihm nichts bringen, weil so schwinden seine letzten KP dahin mit meinem Kratzer und ich habe ihn besiegt und erhalte 58 Erfahrungspunkte. Bin jetzt auf Level 8. Ja, sehr cool. Und es geht weiter mit einem zweiten Pokémon, Schwalbini. Flug-Pokémon. Und auch hier, würde ich sagen, gehen wir sofort mit dem Kratzer zu Werke. Ja, der hat richtig eingeschenkt. Schnabel, das ist eine Flugattacke. Aber wir haben natürlich kein auf Flug anfälliges Pokémon und erhalten weitere 37 Erfahrungspunkte. So, wir haben Teenager Hugo besiegt. Ja, ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Ja, hast du falsch gedacht, Minion. Dann würde ich sagen, sollten wir uns mal nach einem zweiten Pokémon umsehen. Dann können wir nämlich hier in dieser Folge schon mal zeigen, wie man so eins fängt. Allerdings muss ich offen zugeben, ein Zigzags hatte ich nicht im Sinn, als ich dachte, zusätzliches Pokémon. Das Zigzags setzt Heule ein, senkt unseren Angriff und vielleicht brauchen wir sogar zwei Angriffe, um jetzt diesen Kampf zu gewinnen. Nein, einer reicht. Zigzags geht auf die Bretter und wir haben 25 zusätzliche EP-Punkte und sind auf Level 9 bereits. Das geht ja richtig fix voll vonstatten, würde ich sagen. Und wirklich ist jetzt die höchste Zeit, dass wir uns hier mal ein zusätzliches Pokémon holen. Auch ein Pfiffchen vom Typ Unlicht ist jetzt nicht so das Must-Have hier in der Pokémon-Welt. Deswegen nutzen wir das, um weitere Erfahrung für unser Pokémon zu sammeln und ein bisschen auszuprobieren. Wir können ja eigentlich auch mal noch die anderen Attacken zeigen, die wir haben. Kratzer ist halt mit großem Abstand die effizienteste, die wir hier haben. So, ein neues wildes Pokémon erscheint und es ist ein Gluturzel vom Typ Pflanze Wasser. Das ist mir sehr willkommen, weil mein Pokémon Feuer, das ist halt ein ganz anderer Typ und das Gluturzel wäre deswegen eine perfekte Ergänzung. Deswegen werden wir es schwächen mit einem Kratzer. Und es greift auch an, aber die Attacke ist nicht sehr stark. Wir gehen einmal nach rechts und wir haben 5 Pokébälle. Ich dachte, wir hätten nur einen. Egal, wir haben 5 Pokébälle und wir schmeißen einmal einen drauf los. Auf das Gluturzel. Und ich glaube, das war von Erfolg gekrönt. Toll, Gluturzel wurde gefangen. Und wir verfügen jetzt über 2 Pokémon. Ein Eintrag im Pokédex wurde angelegt. Gluturzel soll einige Zeit an Land verbracht haben, aber ins Wasser zurückgekehrt sein, weil das Blatt auf seinen Kopf zu groß und zu schwer geworden ist. Nun lässt es sich auf dem Wasser treiben. Ja, sehr sweet. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Nee, das passt gerade sehr gut so. Vielleicht finden wir noch ein zusätzliches Pokémon, das würde mich sehr freuen. Außer ein Zigzags natürlich, die sind natürlich, sag ich mal, Verbrauchsmaterial irgendwie. Das senkt unseren Angriff, natürlich. Das macht nichts. Wir haben
Trotzdem mehr Erfolg. So. Was wir jetzt machen, ist hier das Loturzel einmal tauschen auf die Position des Flemli. Ja, sehr gut. Und dann hier mit B wieder raus. B, B, B. Gut. Weil jetzt wird das Loturzel als erstes Pokémon in den Kampf gehen. Und daher erheblich mehr Erfahrung sammeln. So. Es erscheint ein weiteres Loturzel. Ein Genstück. Wir tauschen schnell einmal aus. So. Weil jetzt werden beide Pokémon Erfahrung sammeln und nicht nur das Pokémon, das am Ende gewinnt. Das führt dazu, dass wir natürlich so auch ein Pokémon, das sehr schwach ist, trainieren können, bis es einen gewissen Level erreicht. So, Loturzel. 15 Erfahrungspunkte dazu. Sehr geil. Dann würde ich aber auch sagen, begeben wir uns hier nach Blütenburg City, wo auch ein Pokémon Center auf uns wartet. Auch hier werden wir mal schnell wieder heilen. Und es sind schon zwei, die da auf dem Gerät liegen. Und sie sind auch wieder topfit und bereit, um auf weitere Abenteuerreise zu gehen. Ja, Mann. Pokémon, die alten. Die alten Ausgaben, die sind ja, haben echt eine Geschichte hinter sich. Und wir finden einen Drasler. Ein Drasler ist natürlich ein Hammerfang für uns. So, das waren jetzt gerade die Fähigkeiten unserer Pokémon gewesen, die sich so ein bisschen angeglichen haben. Und wir versuchen, das Drasler zu fangen. Es setzt Heuler ein. Ein Angriff sinkt. Ein Volltreffer. Und das Drasler ist natürlich jetzt bereit, das geschwächt. Und ich würde sagen, nee, wir brauchen ja gar nicht das Pokémon zu wechseln. Wir fangen das jetzt einfach mal an. So, mit dem Pokéball direkt drauf los. Perfekt. So. Möchte ich dem Drasler einen Spitznamen geben? Nee, machen wir mal nicht. So. Was kommt denn jetzt als nächstes? Wieder ein Loturzel, wieder auf Level 3. Natürlich, auf Augenhöhe können wir jetzt unser Loturzel in den Kampf schicken. Das gegnerische Loturzel ist leicht schneller. Und mein Loturzel schreckt zurück, das heißt, es kann nicht angreifen. Wodurch der Gegner jetzt natürlich einen Vorteil errungen hat. Aber jetzt können wir auch angreifen. Aber wir machen zu wenig Schaden. Wir würden diesen Kampf ganz klar verlieren. Deswegen los, Flemli, auf in den Kampf. Bring das zu Ende und hole unsere Erfahrung, die wir so dringend brauchen, nach Hause. Der Angriff sinkt und wir machen weiter mit Kratzer. So geht das natürlich eine ganze Weile dann der Kampf, wenn mein Angriffswert immer weiter sinkt. Ah, ich glaube, wir erreichen auch jetzt hier ein Ende. So, perfekt. Ich würde sagen, ich habe nämlich gedacht, dass das eine Trainerin ist. Mein Ziel, stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Du bist ja voll mit Selbstvertrauen, junge Frau. Eine Herausforderung von Göre Karin. Also echt eine Göre, ne? Zickzacks wird von Göre Karin in den Kampf geschickt. Auf Level 4. Da haben wir natürlich hier schlechte Karten. Deswegen gleich mal austauschen und das Flemli in den Kampf schicken. Wir verschenken natürlich so eine Kampfrunde. Der Gegner kann sich jetzt einmal an uns vergreifen. Er greift an, aber er trifft nicht. Alles perfekt gelaufen. Und ich würde sagen, dann
holen wir uns auch hier die Erfahrung. Trainer-Pokémon geben ja immer mehr Erfahrung als wilde Pokémon, wenn man sie besiegt. Deswegen denke ich, ist das hier an einem guten Punkt, um dem Loturzel eine gewisse Selbstständigkeit schnellstmöglich zu geben, dass es seine Kämpfe schneller selber bestreiten kann und dann eben durch die ungeteilten Erfahrungspunkte schneller wachsen wird. So, wir haben das Zickzacks beseitigt und das Loturzel erreicht Level 4. Perfekt, und Flamdi kriegt auch ein bisschen Erfahrung und es kommt ein neues Zickzacks. Und ja, natürlich werden wir hier das Pokémon wechseln und ich setze noch einmal das Loturzel ein. So, ein weiteres Zickzacks erscheint auf der anderen Seite unserer Kampfarena und wir schicken gleich mal Flamdi. Und der Heuler senkt unseren Angriff. Das macht nichts. Wir sind sehr viel höher im Level. Ich glaube, ich habe keine Zweifel, dass wir diesen Kampf erfolgreich beenden werden. Ein weiterer Kratzer soll es sein. Und der Gegner ist im orangefarbenen Bereich. Oder eher gelb. Nennen wir es orange. Ich werde es in Zukunft orange nennen. Und wir landen beim nächsten Kratzer. Und es ist ein Volltreffer. Somit endet dieser Kampf früher als gedacht. Loturzel erhält weitere 25 Erfahrungspunkte und ist jetzt bereits auf Level 5. Und auch Flamdi erreicht Level 10. Perfekt. Und wir erlernen unsere erste Feuerattacke. Sehr gut. Da habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. 64 Bukidos. Perfekt. Oh, das ist ein Item. Einen Trank. Ja, den kann man immer gut gebrauchen. Ich schau mal, ob wir hier nochmal irgendwo einen Trainer ausgelassen haben. Ah, das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Das sind zwei Sinelbeeren. Also Apfelsinel. Möchte ich die pflücken? Ja, ich würde mal sagen, die pflücken wir. Sind ja hier auf öffentlichem Grund. Und wir packen sie ein und der Boden ist wieder weich und lehmig. Wenn das nicht ein Auftrag ist. Das ist ein weicher Lehmboden. Möchtest du eine Beere pflanzen? Ja, und zwar direkt die Sinelbeere, die wir ausgebuddelt haben. Einmal bitte wieder rein, dann kann die wieder wachsen. Ja, und ich würde sagen, selbiges tun wir mit der Pirsifbeere. Die Pirsifbeere packen wir ein. Weicher Boden. Und hier pflanzen wir die auch gleich wieder ein. So. Hätten wir das auch noch gezeigt? Und dann hier, du warst kein Trainer, ne? Nein. Und du? Aha, der Hammes. Unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich. Da ist jetzt natürlich die Feuerattacke höchst willkommen. Die wird uns ganz erhebliche Vorteile bieten. Und zwar schickt er einen Wumpel, der alte Kumpel. Und wir haben hier unser Loturzel, aber wir tauschen schnell aufs Flamdi. Und ersetzt Fadenschuss ein. Das ist jetzt natürlich nicht so die krasse Attacke, ne? Die macht keinen Schaden, macht uns lediglich langsamer. Aber die Glut, 6 Level höher, die müsste richtig reinhauen. Und das tut sie. Es ist ein One-Hit-Kill. Sehr effektiv. Feuer gegen Käfer-Pokémon. Und wir erhalten wieder die lange ersehnten Erfahrungspunkte. Und er hat ein zweites Wumpel. Wie willkommen ist das? Wir werden gleich das Pokémon wechseln. Und ich würde sagen, das Trasla ist dran. Auf Level 4. Zwar schon geschwächt noch vom Fang, aber wir werden sowieso gleich wieder unser Pokémon austauschen. Und unter der Schirmherrschaft von Flamdi wird das Trasla auch sehr viel sammeln. Wir haben hier nämlich nur den Heuler. Wir könnten, selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht mal Schaden machen. Wir müssen dringend neue Attacken lernen. Deswegen, Flamdi, das kleine Feuerhühnchen. Mutig voran. Wird zwar getackelt, aber das macht nichts. Es wird bestimmt auch ein zweiter One-Hit-Kill drin liegen.
Ein Volltreffer sogar. Das ist jetzt ein bisschen Overkill, sehr effektiv. Und wir haben den Gegner besiegt. Wir kriegen die Erfahrungspunkte, auch das Trasler. Und wir haben den Baldur besiegt. Aua, besiegt und verloren. 64 Pokitos auf die Hand. Würde ich sagen, danke sehr. So. Und wir sind zurück in Rosalstadt und werden gleich die Gelegenheit nutzen, um unsere Pokémon einmal zu heilen. So, direkt hier. Perfekt. Kommen jederzeit wieder vorbei. Werde ich gerne machen. Vielleicht auch in einem anderen Pokémon Center. Dann wollte ich einmal noch schauen, ob wir hier oben eigentlich alles abgegrast haben. Stichwort Gras, ein wildes Pokémon. Und das ist ein Zickzacks. Und ich glaube, das ist auch der erste Kampf, den unser Loturzel selber beschreiten kann. Es ist nicht das schnellste. Aber das. Okay. Das heißt, meine Attacke hat keine Wirkung. Das heißt, ich muss auch hier das Flamly einsetzen, bevor ich verliere und die ganzen Erfahrungspunkte futsch sind. Und ich setze auch hier direkt mal die Glut ein. Die müsste auch hier eigentlich halten. Ein Volltreffer, wie kann es anders sein? Und wir haben den Gegner besiegt. 12 Erfahrungspunkte, nicht der Hammer, aber jetzt auch nicht zu verachten. Und es folgt der nächste Gegner. Erneut ein Zickzacks. Diesmal wissen wir es besser. Wir werden von Beginn weg unser Pokémon austauschen. Und zwar. Werden wir wieder Flamly einsetzen. So, und so kommen wir natürlich langsam aber sicher an die benötigten Erfahrungspunkte, um möglicherweise einmal neue Attacken dazu zu lernen. Ihr habt gemerkt, Pokémon lernen Attacken, wenn sie im Level ansteigen. So. Loturzel erreicht Level 6. Aber leider keine neue Attacke. Das wäre so wertvoll gewesen. Ja, junger Mann. Mein Pokémon ist unglaublich müde. Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Ja. So, hier sind wir am Ufer. Können wir später auch noch mit dem Wasser auch interagieren. Das kommt aber alles noch. Aber erstmal, hier ist nichts mehr zu holen. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns hier zurück nach Rosalstadt. Und bevor wir unser Abenteuer fortsetzen, unsere Pokémon weiter trainieren, bedanke ich mich für euch, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Das ist hier die erste Folge Pokémon im neuen Jahr. Ist jetzt ein bisschen ausgefallen ein paar Mal. Aber ja, wir werden auf jeden Fall unsere Reise fortsetzen. Wenn ihr das gerne seht und auch die Let's Plays mögt, lasst gerne ein Like da. Je mehr Likes, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch langfristig fortgesetzt wird. Erstmal eben, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß und tschüss.